Grüezi miteinander. Wir reden über das zweite Achtelfinale der Fußball-WM 2014. Kolumbien gegen Uruguay, der Südamerika. Das Südamerika-Duell. Was sagst du? Ja, ein richtig harter Fight, obwohl Suarez nicht dabei ist. Gut, Kolumbien. Ja, relativ leichte Gruppe gehabt, aber ansonsten haben sie schon. Ja, schon drei Siege, ne? Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr überzeugend. Also auf jeden Fall mehr als Uruguay, die sich ein bisschen reingemogelt haben ins Achtelfinale, finde ich. Deswegen würde ich auch sagen. Uruguay natürlich trotzdem immer noch eine gute Mannschaft, aber ich würde eher auf Kolumbien tippen. Ja, ich würde, also ich muss sagen, Uruguay ohne Suarez wird schon mal schwierig. Ich habe mal im ersten Gruppenspiel gesehen, hat er nicht mitgespielt. Und haben so von Costa Rica, ich meine, Costa Rica hat danach auch weiter gut gespielt, aber Uruguay hätte vom Potenzial her, glaube ich, besser spielen müssen im ersten Spiel, auch ohne Suarez, hat es nicht geschafft. Gegen England war es okay, weil England halt auch verdammt schwach war, wie er von uns prognostiziert. Und ja, das ist von dir. Ja, das stimmt. Ja, ich habe es euch gesagt, die Engländer sind scheiße. Fußballerisch. Und ja, ich glaube, dass gegen Italien war so. Lanaschi über Italien hat sich halt auch hinten reingestellt und wollte ein typisches Catenaccio-Ding ausgepackt. Die haben es ganz gut gemacht. War ein bisschen einfallslos, die Uruguay, aber ich fand, anders kannst du gegen Italien da auch nicht wirklich spielen, wenn die hinten mauern. Das ist schwierig, das weiß jede Mannschaft der Welt. Wenn die italienische Mannschaft hinten mauert mit guten Spielern, die die ja zweifelsohne haben, ist es schwierig. Und ich glaube aber, ohne Suarez wird das nächste. Kolumbien hat sich teilweise in Rausch gespielt. James Rodriguez oder wie die dort sagen, James Rodriguez. Ja, hat auf jeden Fall brilliert, dann vorne der Sturm passt mit Jackson Martinez. Also ich glaube, dass die weiterkommen werden, ich tippe 2-1 auf Kolumbien. Ich glaube, dass die vom Kämpfer schon überlegen sein werden und glaube, dass Uruguay ohne Suarez wenig packen wird. Und drücke auch Kolumbien durchaus die Daumen, weil Uruguay jetzt nicht, ich mag Uruguay, aber ich finde Kolumbien sogar noch sympathischer. Ich finde auch Argentinien sympathisch, kann ich sagen. Uruguay gar nicht sympathisch, aber Kolumbien gönne ich das und eine deutlich bessere Mannschaft. Schütze ich auch.